Das Problem übrigens aller meditativen Praktiken besteht darin, selbst wenn sie in jenen Zustand der Unificatio Mystica im Kulminationspunkt der Erkenntnis, die sich dann entzieht als Erleuchtung, um sie zurückzubeamen in das genießende Fleisch oder sogar als Aufwachen, als Aufwachensempfindung, als Erwachensempfindung des Aufklaffens des wirklichen Realen, zeigt, das Problem daran ist, wenn sie keine stimmige, hinreichende Strukturerklärung der Funktionen selbst solcher Ereignisse, solcher Phänomene, der Selbstreflexion, des Reflexionsapparates zwischen äußerem Realen und innerem Realen und dem Modulationsapparat dazwischen, wenn sie dafür nicht ein hinreichendes Modell haben von Funktion und Ziel dieser Realphänomene, dann nützt das alles nichts, dann gehen sie trotzdem in die Irre und deuten das wieder um auf Abkürzungs-, Umfahrungs-, Schnellstraßen. Das ist eben das Problem, dass das dann wiederum nur Phantasmen eines Wunsches auf Unsterblichkeit in modifizierter Form ergibt, zwar nicht in einem jenseitigen nach dem Leben, sondern in einer Diesseitszuschreibung der Struktur, die falsch interpretiert wurde. Den gleichen Weg geht übrigens auch die Wissenschaft, weil sie ihre Präpositionen nicht überprüft. Zum Beispiel die der Gravitation, von der wir gerade gesprochen haben, im Ylen des Glückes, oder den Präpositionen wie das Verhältnis, etwa im Doppelspaltexperiment oder bei jeder Interpretation des hochleistungsfähigen James Webb Teleskops, das ja schließlich als Datenmenge oder als Bild interpretiert wird von einem Gehirn, zuletzt an der Endengführungsstrecke, und deren Strukturgesetze man nicht kennt, weil man sie nicht wissen will und ihr Begehrensloch, ihren Rest, der nicht aufgeht, nicht erkennen will, wie zum Beispiel die irrationale Zahl in der Hypotenuse des Quadrats zu verstehen, nicht nur zu berechnen als nicht berechenbares, sondern eben nicht zu verstehen, warum dieser Rest, dieser nie aufgehende, immer weiter sich entziehende Rest notwendig so konstituiert wurde von der Struktur des Seins. Aber jetzt werden wir wieder zu laberig und zu weitschweifig, und das ist nicht das Thema von heute.